a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Und hallo. Moin. Wir sind jetzt am Nordostseekanal. Wir sind aus Dänemark abgehauen. Ja. War so kalt, ne? Es war kalt, ja. Sehr kalt, sehr kalt. Na gut, Zahn gezogen. Ich muss noch mal hin nächste Woche. Und dann haben wir gesagt, so, ab an Kanal. Wir haben ja nicht viel Zeit. Ein paar Autos filmen, das wollen wir auch noch. Genau. Und Fahrrad fahren. Ja, unser Projekt für heute ist Fahrradfahren. Mhm. Na, da haben wir den Veloslide hinten in der Garage, den zeigen wir euch. Und wir stehen heute in Schachtholm, Wohnmobilstellplatz Schachtholm am Nordostseekanal. Auf der einen Seite der Flugplatz, auf der anderen Seite der Nordostseekanal. Da passiert was. Da nehmen wir euch heute mit. Mhm. Viel Spaß dabei. Viel Spaß. Schachtholm, eine Übernachtung. 14 Euro, Frischwasser 100 Liter, 1 Euro. Für die Toilettenentsorgung müsst ihr auch 1 Euro bezahlen. Ja, die haben hier keinen Kanalisationsanschluss. Ja. Die haben hier einen Tank. Und dieser Tank, der muss natürlich immer geleert werden. Da kommt dann so ein großer LKW und pumpt den Tank ab. Ja. Und deshalb gibt es hier halt eine Gebühr fürs Entsorgen, weil das ein bisschen kostenaufwendig ist hier in Schachtholm. Genau. Ich finde die Plätze sehr großzügig. Es ist so schön auf Wiese stehen. Nicht auf Beton ab und zu. Oh, ja, das ist schrecklich. Ja. Du stehst im Grün. Im Grün. Und hier passiert was. Hatte ich, glaube ich, eben schon gesagt. Hier ist immer Action. Wir waren mal hier und dann hat auf dem Flugplatz nebenan hat ein Kunstflieger geübt. Das war eine Show. Ja, das war echt eine Doppeldecker. Show. Doppeldecker. Das, ja, das war ein Doppeldecker. Das war richtig cool. Ja. Alle standen da. Ja. Oh, ah. Ne? Das war absolut super. Direkt am Flughafen gibt es ein Restaurant mit Terrasse. Man kann natürlich draußen sitzen, Kaffee, Kuchen und so weiter. Es gibt aber auch Fleischgerichte und all solche Geschichten. Also warme Küche, sagt man. Ne? Wunderbar. Grillgerichte, das wäre noch passender. Ne? Ja, genau. Gute Küche. Ja, genau. Leckere Küche. Ja. Fleischküche. Wunderbar. Alles. Aber. Und du sitzt direkt am Flugfeld, das ist ja das Coole da. Ja, die Piloten, die hier ab und zu mal landen, ja genau, die kommen da zum Essen, zum Quatschen, sich treffen und zack geht's wieder weg. Genau. Und ab und zu landet auch so eine kleine Düsenmaschine, ne? Die ist ja schick. Und die deutsche Luftrettung, so eine Organisation hat hier einen Hubschrauber stationiert. Deutsche Luftrettungsgesellschaft. Ja? Mhm. Okay. Da kann es natürlich passieren, dass sie auch mal nachts fliegen. Also man darf hier nicht ganz geräuschempfindlich sein. Ja gut, es gibt keine Duschen, keine Toiletten, finden wir aber nicht schlimm, haben wir ja alle an Bord. Ja. Wird mal an Bord geduscht, haben wir gestern Abend. Geht wunderbar. Fahrradfahren ist heute angesagt. Ihr könnt stundenlang hier am Kanal Fahrrad fahren und das finde ich auch schön. Ich meine, Fahrradfahren kann man überall, aber ich finde es am Kanal herrlich. Und im Moment kommen auch wieder viele Segler vorbei. Ja. Gestern haben wir 3 Master gesehen, 2 Master, ja. Historische Schiffe, also richtig herrlich. Du bist hier in der Nähe von der Fähre Breiholz. Mhm. Das ist so ein Anhaltspunkt, wenn ihr das auf Google Maps, wie auch immer, mal googeln wollt. Die paar hundert Meter unterhalb von uns ist die Fähre Breiholz und hier der Flughafen heißt Schachtholm. Genau. In die Richtung kommt die Lotsenstation. Ja, Mensch, da wollen wir ja noch hin. Interessant, da fahren wir hin. Lotsenstation, wie heißt sie jetzt? Habe ich sie. Ich guck mal nach.
Lotsenstation. Das ist so fast die Mitte des Kanals, ja, würde ich sagen. Ja, ne? Nicht ganz. Hm. Nicht ganz. So, ohne Brille ist das immer, die liegt da, ist egal. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Nee, Rüster. Siehl? Nee. Rüsterbergen. Station Rüsterbergen. Das macht richtig Spaß, da mal zu sitzen und zu gucken. Da wechseln die Lotsen, die von Brunsbüttel hier hochkommen, steigen aus. Und die nach Holtenau dann weiterfahren, die steigen zu. Und da fahren die immer mit den kleinen Versatzbooten an die Schiffe ran und tauschen die Plätze, hätte ich fast gesagt. Ne? Das ist interessant. So, jetzt zeigen wir mal unsere Garage. Den Velus Light Fahrradauszugsträger. Ich soll jetzt aufstehen ohne Kaffee? Den gibt's nachher. Okay. Kaffee gibt's nachher. Erst was tun. Ich brauche eine Mütze. Ja. Jacke. Ja. Du auch Jacke? Ja. Gut. Ab geht's. Alles schick, Mäuschen? Ja. Gehen wir mal. Oh, so, jetzt müssen wir erstmal einiges rausräumen. Dreckige Wäsche müssen wir auch mal wieder waschen. Schuhe. Was haben wir? Ah, ja. Mr. Tom, die Maxi-Packung. Ach so. Die neue Wäschespinne. Genau. Ja, irgendwie arbeite ich da noch dran. Mit dem Verstauen. So. Okay, Fahrräder raus. Ja. Jetzt gehen wir da sind sie, die Räder. Oh. Sieht doch gut aus. Guck mal, da fährt ein Dampfer. Ja. So, jetzt machen wir so runter. Weil das kann ich vielleicht mal zeigen, wie das überhaupt, wie sind die denn überhaupt befestigt? Die Räder, die hängen hier in so runden Aufnahmen drin, vorne und hinten. Und die kannst du natürlich einstellen und dem Raddurchmesser anpassen. Ich hoffe, es rauscht jetzt nicht so, dass der Wind, weil ich gehe mal hier rüber, ein bisschen Windschatten. Und dann hast du so einen Spanngurt. Oder Sicherungsgurt wäre wahrscheinlich besser. Oh! Jetzt die Klappe hinten. Ich mach die mal zu. Mach mal zu. Macht nichts. Ja, im Norden weht immer eine leichte Brise, du. So, dann kannst du es hier auch. Machst los. Das ist die Fixierung. Und das ist der dritte Punkt. Ne? Das ist eigentlich der wichtigste hier, dieser Halter. Den kannst losschrauben. Ist ja doch ein bisschen Brise heute, ne? Macht nichts. So, und jetzt klappst du den zur Seite. Zack. Und nimmst das Rad. Da hast du auch Griffe dran. Ich fasse immer hier oben an. Heute haben wir den Akku drin. Normalerweise haben wir sie vorne. Der ist hier hinten. Im Sitz verstaut. Hm. Aber da wir ja im Moment mehr Fahrrad fahren wollen, haben wir sie drin gelassen. Lenker machen wir immer zur Seite. Hier gibt es so einen Schnellverschluss. Das geht ist die falsche Richtung. Warte mal, hier muss ich hin. So, Lenker ist gerade und jetzt kannst du ihn noch in der Höhe einstellen. Wir müssen noch mal ein bisschen spannen. So kannst du die Höhe einstellen. Dann haben wir schon mal Nummer 1. Fertig. Dann machen wir. Dann bauen wir das zweite noch ab. Das ist wieder die gleiche Vorgehensweise. Du hast ja hier diese Sicherungsbänder. So, jetzt machen wir hier los. Das Schöne ist ja, das kann ja jetzt nicht runterfallen, Nora. Ja. Ne?
Genau. Du machst das einfach überall los. Genau. Das ist ja unten immer noch eingehakt oder steht ja immer noch unten auf dem Halter. Genau. Klappst das zur Seite. Ja. Und das ist eigentlich immer das Schwerste, das Gewicht runterholen. Genau. Noch eine wichtige Kleinigkeit. Diese Klapppedalen. Die brauchst du. Solche Klapppedalen. Ja. Weil sonst hast du, ist das ganze Fahrrad, das ganze Gestell ist ja um das Stück dann breiter. Genau. Das würde bei uns gar nicht mehr gehen. Also wir brauchten, bei uns geht's nicht. Nee, wir brauchten diese Klapppedalen. Die gibt's im Zubehör. Genau. Lenker wieder gerade. Ach so, ja, muss ich erstmal lösen. Ja, wir haben uns für die Cube Kompakt Sporträder entschieden. Nicht klappbar. Cube Kompakt Hybrid Sport 500, irgendwie so heißen die. Okay. Die Beschreibung findet ihr bei Cube Online, ne? Genau. Ich glaube, eine deutsche Firma ist das. So, hat uns auch gar nicht so interessiert. Wir wollten halt kein Klapprad, wir wollten ein Kompaktrad. Genau. Ne? Und da hast du nämlich auch größere Räder in der Regel. Ja, so sieht das hier aus mit dem Veloslide. Den kannst du auch auf der anderen Seite wieder durchschieben. Nur da hängt ja nun, da ist ja nun gerade unser Jackenschrank. Du könntest jetzt. Ja, jetzt musst du die Tür festhalten auf der anderen Seite, sonst klappt sie wieder zu. Durch den Wind. Du könntest den jetzt hier auf der anderen Seite natürlich auch rausschieben, ne? Ja. Das kommt nur ins Gehege mit unseren Jacken. Und der verriegelt automatisch. Was ich auch gut finde, Nora, dass der automatisch verriegelt. Jetzt stell dir mal vor, du hast die Fahrräder drauf und hast jetzt vergessen, den irgendwie zu verriegeln. Ja. Jetzt fährst du los, fährst durch die nächste Kurve, dann verriegelt der sich von selbst. Der haut dir dann nicht gegen die Türen. Genau. Das finde ich gut. Gehalten wird das Ganze mit diesen Schienen. Und du kannst noch was machen bei dem. Hier an der Seite sind Rändelmuttern. Jetzt könntest du die Fahrräder aufladen und dann könntest du den ganzen Schlitten mit den Fahrrädern zur Seite schieben. Mhm. Und dann hältst du in der Mitte wieder Platz. Klar geht das bei uns nicht wegen dem Gestell, aber bei anderen geht das vielleicht oder macht das vielleicht Sinn. Die Befestigung dieser Schienen, auf denen dann der Schlitten festgeschraubt und fixiert wird, das kann eigentlich jeder. Hier unten, da wird durchgebohrt. Und dann kommt eine Gegenplatte, damit sich die Muttern da nicht in den GFK oder in das an die Bodenplatte reinziehen können. Und das kann man selber machen. Drei Löcher für eine Schiene. Es gibt noch einen weiteren Grund, warum wir uns für den Thule Veloslide entschieden haben. Zeige ich euch mal. Okay. Und zwar, wenn die Fahrräder drauf sind, ich hole das mal raus, auch wenn die Fahrräder drauf sind, hole ich den raus. Wir haben ja nun alles sehr eng gebaut, möchte ich ja irgendwie an die Kisten kommen. Ja. Ja. Zack. Rein. Oh, siehst du? Macht nichts. Und ich komme hier, kann die Kisten rausziehen und komme überall ran. Hier ist unsere Waschmaschine, Wanderschuhe. Was haben wir denn hier? Schuhe. Nein. Schuhe. Oh nein, Kabelzeug. Kabel brauchen wir ja so selten. Desinfektion, Eimer. Oh, ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Oh. Da ist wieder ein Flieger im Ankommen hier. Ja. Der fliegt ja, nein, der fährt ja direkt hinterm Wohnmobil lang, du. Ui. Siehst du, das ist toll. Also das finde ich nämlich hier toll. Auf der einen Seite Flugzeuge, auf der anderen Seite Schiffe. Eimer. Macht nichts, Bertel. Na, jedenfalls haben wir hier so unsere Sachen drin. Hier, glaube ich, Kameras. Die ist leer. Ja, und ganz wichtig für uns, ne, das ist da hinten die Kleiderstange hinter dir. Ja. Na gut, da komme ich ja von der anderen Seite drauf dran. Genau. Das ist das Tolle an diesem Veloslide. Rausziehen, Kisten dran, wieder reinschmeißen, die Fahrräder und gut ist. Das hätte ich wirklich vergessen zu erwähnen, weil wir haben uns ja für einen Schlitten entschieden, damit wir an die Kästen rankommen. Eben. Das ist ja der Hauptgrund. Eben. Das hätte ich fast vergessen. Ja, siehst du. Danke, Nora. Gerne. Jetzt möchte ich Fahrrad fahren. Gut. Also, Schlitten rein,
Willst du vorher noch rauskommen? Ja, aber den Kopf nicht wieder anstoßen. Den Kopf nicht wieder anstoßen. So, das war Dings. So, drücken, schieben, jetzt loslassen, sonst würde es hinten weitergehen und so stoppt er. Genau. Man darf das nicht festhalten, sonst geht es hinten ja, in die Wand. Ja, sonst geht er hinten raus. Ne? Oder gegen die Tür von ja. innen. So, wir können, glaube ich, alles wieder einräumen und dann geht's mal los. Super. Step 1, wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Puh. Ja, ne? Den haben wir uns verdient, den Kaffee. Aber auf jeden Fall. Hm. Was, ich habe noch was vergessen zum Platz. Ja. Also einchecken kannst du hier, ja, wie sagt man, 24 Stunden am Tag. Ja. Ne? Vorne ist ein Automat, ein Kartenautomat für eine Platzkarte. Genau. Hm, kannst also auch nachts kommen. Ja. Wann kam die heute Nacht? Weiß ich nicht. 23:30? Ja, ungefähr. Ja. Gut, da ist eine Frage, die würde bestimmt kommen, die beantworte ich vorab. Die Cube-Räder wiegen 23,1 Kilo, das Stück. Mit oder ohne Akku? Das ist genau der Punkt, Noah, genau der Punkt, den ich nicht weiß. Also bei Cube auf der Seite steht nur 23,1 Kilo. Da fehlt ja noch was, ne? Ja. Nora, wie immer zum Schluss die Frage, was kostet denn der Spaß? In diesem Fall der Veloslide von Thule. Der Spaß kostet aktuell Mai 2022 bei Idealo 645,12 €. Danke, Nora. Gerne. Die Preissuchmaschine hat natürlich auch unsere Fahrräder gefunden. Cube Kompakt Sport Hybrid 500. Blue in Lime ist gelistet ab 2.799 €. Haben wir da auch mal drüber gesprochen, ne? Genau. Jetzt aber Kaffee hier, Mensch. Ja. Das war's für uns, für euch. Vom Nord-Ostsee-Kanal für heute. Mhm. Wir trinken jetzt schön unser Käffchen, dann werden die Stühle aufgebaut und dann geht's ab in die Sonne. Genau. Habt eine wunderbare Zeit. Lasst es euch gut gehen. Und bis die Tage, wir sehen uns. Mhm. Tschüss. Tschüss. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day.